Regiment. Hallo. Wie viele seid ihr eigentlich im englischen Regiment? Wie bitte? Ah, Entschuldigung. Hello, how are you guys? Nein, wir sind auf Deutsch. Das ganze Halblingsmarsch. Ist doch das erste Bataillon, oder? Erste ist Deutsch. Linksstaffeln. Ich dachte, wir sind heute in Englisch. Nein, Linksstaffeln, leichte Formation, links von mir halten, freies Feuer auf die gegnerischen Rheinländer. Dann wieder weg für heute. Wenn kein Englisch gibt. Was? Deutsch? Nee, keine Lust. Und das gesamte, sobald alle geschossen haben, Halbrechtsmarsch. Komm jetzt, beeil dich zum Schießen, meine Güte, ich hab nur auf dich gewartet. Und das kam der leichte Formation links von mir neu bilden. Aber da gab's nichts zum Schießen. Weißt du, da stand unsere Linie davor. Der Schütze, der trifft, der findet ein Ziel. Okay, nächstes Mal schieße ich durch unsere, ja, bitte, an unserer Linie vorbei. So, das gesamte der leichte Formation links von mir hier neu bilden und freies Feuer. So, ihr habt da eine schöne Linie zur Auswahl. Ich habe gesehen, dass Minecraft sogar schon einen Hit gemacht hat, also ich muss sagen, also einen Kill sogar. Das hat auch noch jemand gespielt. Ja, Niederlanden gegen Österreich und ich glaube, die haben verloren. Auf jeden Fall stand es 2-1 für Österreich. Verloren. Es stand 1-0, dann 1-1 und dann 2-1 und ich fand es genial, weil jedes Mal, wenn was passiert ist, habe ich irgendwie so eine Straße brüllen hören. Eieiei. War ganz lustig, ich bin allein. Die Nummer 59 geht auf 8 Flankierungsmanöver und ich bin zurück. Kann man jemand kurz die Flagge aufnehmen? Wir sind auf Flank on the left. Geh mal zu dem verbindeten Leib. Ja. Das scheint ganz dürfen gut. Wir nicht. Oder nicht? Doch, genau. Mach mal Top. Wir müssen zusammenbleiben. Ja. Geht mal hier, folgt mir mal. Wir verteidigen die Arte hier. Ja, die werden grad pushen, zwischen der Chevaude Frise und mir leichte Formationen bilden, Fleißfeuer. Kommt. Covert die Artilleristen. Mehr Linie, noch mehr. Ja, noch mehr. 59 kommt von hinten, das heißt, wir müssen sie nur aufhalten. Weiterschießen, noch schießen. Kommt, jetzt noch rechts auf diesen riesen Blob. Schöne Schüsse macht ihr das weiter so. Ich will in meine Fresse kriegen, dann sehe ich nichts. Charge. Kommt, das holt sie euch. Ich kann es nur 59. Oh boy. Sind ja überall Gegner hier. Ich fand das schön. Zu dritt. Gegen 20 Gegner, ich holt finde das sie ja euch. Schön, dass du so nah bei uns im Kuscheln sein möchtest. Aber wenn du mir die Fahne in die Fresse hältst, dann sehe ich immer so schlecht. Zwischen dem ehemaligen AFPG und mir Linie bilden, freies Feuer. Nicht chargen, wir schießen. Versucht rauszukommen und zu schießen. Kommt, hinter uns ist noch ein Offizier, den könnt ihr easy machen. Ah, schade. Okay, und jetzt weiter schießen auf diesen Riesenbob. Die sind gerade alle am Chargen. Zielt auf die Flagger. Links. Ich glaube, ich sehe keine Flagge, die den Gegner. Also die erobert worden sind. Also einfach weiterschießen auf den Blob. Aber sauber am Charge. Flagge? Nein, eben nicht. Das meine ich. Sorry. Oder gerade etwas überhaupt. Okay, freies Verhalten. Preis ist mir nach. Einwände aktiv im Chat rekrutiert. Linksstaffeln zwischen der Kanone und mir. Halten, freies Feuer. Einen Schuss abgeben. Und zurückfahren. Zum Flagger. Jetzt kommt links von mir Staffeln, links von mir halten, rechts oben nachladen, freies Feuer, wenn ihr Ziel habt. Kanonenkugeln coming. Keine Sorge, die kommen nicht für uns. Stimmt, wir haben keinen Hartmann dabei. True. Insgesamt, Halbreismarsch. Es kann sein, dass wir jetzt gleich eine Kanonenkugel fangen, aber sieht sich positiv, wir fangen maximal nur eine. Sehr schön. Ja, ich habe mir meine Shortliste notiert, also wenn jetzt eine Kanonenkugel kommt, die zwei erwischt, dann kann ich gleich einen Short rausmachen. Zum Beispiel, das Ganze jetzt links Staffeln, leicht von links von mir halten, freies Feuer. Ja, zum Beispiel, ich hatte jetzt schon welche, die nur so 10, 15, 20 schöne Schüsse. Ah, fuck, ich schieße daneben. Das könnte zurückfallen. Ich hatte jetzt schon welche, die nur so 10, 20 Minuten, 10, 20 Sekunden lang waren. Die sind dann relativ einfach zu editieren, einfach so Untertitel hinzufügen, Hintergrundmusik, so etwas halt. Und die ganzen Szenen zusammenschneiden. Hinter mir halten, halb rechts, freies Feuer. Ich nehme gleich die Fahne auf, dann können alle respawnen. Manche sind dann wiederum etwas länger, die brauchen dann natürlich mehr Zeit, aber an sich ist das jetzt nie so lange, finde ich auf jeden Fall, ist das eigentlich ganz akzeptabel. Da habe ich mir tatsächlich innerhalb des einen Events 8 Shorts notiert. Da ist so einiges passiert, ja. Links Staffeln, weg, hieß es. Der Call war weg. Links Staffeln. Oh, das kommt, Kettmarsch. Rechts von mir erhalten, freies Feuer. Natürlich können die nicht. Kommt. Treffer und Kill, halb rechts Marsch. No. Rechts, zurück. Nein, aufnehmen und ran. Fahne aufnehmen. Das ist jetzt, wie heißt die, das Rennen? Olympisches Rennen mit dem Stock. Mit dem Staffellauf, oder was? Ja, genau, das ist jetzt Staffellauf.
Ah, okay. Ich war gerade verwirrt. Einfach könnt zur Artillerie gehen, irgendwo hin, wo halt Verbündete sind. Tatsächlich sind überall gerade Verbündete, also ihr habt nirgendwo das Risiko, dass euch auf einmal vor so 20 Mann steht. Hm. Weil wir bei unserem Glück, weiß man nicht. Muskete aufnehmen, Sandsack beziehen, Freisfeuer. Nicht so, Basti. Hätte ich mal nicht auf dich gehört. Weil meine weg ist, nachdem ich die Flagge aufgenommen habe. Okay, das ist ja wild. Ja, weil du gierig warst mit der Munition. Das ist die Strafe. Das stimmt doch gar nicht. Ich hatte nur 3 Schwerter dabei. Ah. Das muss es gewesen sein. Ich wollte sowieso nicht stehen bleiben wegen der Arti. Aber nee, nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen, der jetzt halt vom 29. Linksstaffeln. Ich wollte zum Links von mir erhalten. Freisfeuer. Hier. Genau. We are charging the light infantry on the left. So, Unterstützung des 59, ich charge in die Leichte, also schießt auf den Flagger der Leichten. Aber, ja, ich habe halt hier ein, mache mir immer eine Notiz und ich habe jetzt hier einen Block, der geht halt von Ende April bis, Juni, Mitte Juni. Da hast du ja ein bisschen was zu tun. Ja. Und dadurch, dass ich halt eh nur 3 pro Woche veröffentliche. Ja, so weit schießen auf den Flagger jetzt, auf 12 Uhr. Boah, die Kavallerie wird mir wohl haben. Auf den anderen auch. Und die Kavallerie habt ihr schon, aber... Weiter schießen. Ja, sonst kommt Augustus runter. Oh oh. Da bin ich nicht beteiligt. Was soll, was soll die Verwaltung von dir denken? Das ist mein drittliebstes Regiment im KK. Und wir haben nur 2. Wir haben Achtung, Linie auf rechts bei den Tannen. Ja. Ah ja, gut gewesen, danke sehr. Das kommt da stehen bleiben, halb rechts Marsch, einen Schuss abgeben auf die Leichte. Kommt, kommt. Und halb rechts Marsch. So, wir opfern jetzt die Jäger. Und das kommt gleich Formation hinter mir erhalten, halb rechts Marsch, freies Feuer. Kein Marsch. Links Marsch. Boah. Ja. So, ist die nachgeladen? Nee. Natürlich nicht. Boah. Auf Leichen ist kein Verlass. Viel Glück darfst du nicht. Ich will mal sagen, die Arti hat uns gefunden. Aber nicht getroffen. Das ist richtig. Darauf kommt es doch an. Es kommt freies Verhalten. Freies Verhalten. Jemand nimmt mal die Flagge auf. Und wir nach. Wurde gerade geklaut. Wenn sie geklaut ist, kann sie uns nicht mehr geklaut werden. Das ist doch was Gutes. Nein, die wurde von einem Legionär. Kann jemand halten? Unsere Fahne aufheben? Das ist die... Und weiter schießen, weiter schießen, weiter schießen, weiter schießen. Fahr mal auf, macht ihr das. Okay, wir haben es, danke. We got it. Weiter schießen, weiter schießen. Und charge. Schön gemacht, über links. Aufrollen jetzt. So, Flagger Charge zuerst. Ja, ganz wichtig. Wir haben keine Tickets mehr. Wir haben keine Tickets mehr, deswegen droppen sie die. So. Genau, die haben keine Tickets mehr, aber wir haben noch genug Tickets. Ja. Ah, das sind sie verlieren, das passiert im schlimmsten Fall. Wenn wir besser sind. Jawohl. Wir werden auch einfach gottlos gejagt. Kommt, die Kavallerie kriegt das hin. Hat 10 Nummer Shooting. Ach ja. Ja, da wurden Melgrim und ich beinahe von der Kanonkugel geätzt. Einfach nur beinahe. Ich hab sie früh genug gesehen. Oh, ich sah sie dann, als sie neben dir eingeschlagen ist, also. Yay, ich sehe das Kaiserreich. Seht ihr? Boom. Lore erklärt. Es ist keine Pyramide. Es ist ein Temple on Korriban in der Wüste in Ägypten. Eine lustige Folge Sketch History zu einer umgedrehten Pyramide. Zum Glück spawnen sie auf dem Weg. Wenn du den Kavalleristen folgst, da hast du einen Depp mit der Fahne. Den kannst du nicht verfehlen. Ja, und neben ihnen Rennkrieger. Da-da-da-da! Ich hab ein Taxi! Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist zuerst da? Wir? Die gegnerische Kavallerie? Oder ein anderes Regiment? Ja, mal schauen. Also so, auf jeden Fall, wir treffen uns alle bei der Pyramide, Leute. Ich warte auf euch dann da. Wir haben Climbable, ist die Frage. Ja, manche Orte sehen weniger Climbable aus als andere, aber es sieht gut aus. Okay, wir rennen zum Eingang, wo der Riesenstein ist. Ich frage mich gerade, was deren Artillerist eigentlich macht, ob der nur scouten geht oder... Das wird eine wilde Artstellung, die der gleich bauen. Könnt ihr gerade rückwärts die Artillerie da reingefahren? Also, es sieht zu aus, aber... Es ist aber schön, dass der Admin das Feedback direkt aufgenommen hat. Ja, okay, komm mir nach zur Ecke, zur Ecke. Achtung, da oben ist einer, schießt auf. Ja, rein. Genau deswegen, schießen, 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 schießen. Kommt, Formation bilden und schießen, komm. Wir sammeln, okay, zum nächsten und Formation bilden und schießen, komm. Hey, du musst jetzt schießen. Zum Stein, zum Stein. Zum Stein, Deckung nutzen hier. Oh, welche? Komm, Leute. Komm, Leute, ihr nutzt die Deckung, ich hab sowieso die Fahne, ich bin expandable. Sobald nachgeladen, wir nach. Duckt euch, duckt euch, duckt euch.
treffen uns nicht. Die treffen uns nicht, wenn wir ducken. Okay, und das kommt mir nach. Jetzt go, 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 go. Nein. Oh, das kommt, never mind. Rechts Staffel, rechts wollen wir bilden, freies Feuer auf die Linie. Kommt auf den Flagger. Leute, es ist runter, mir nach. Kommt, jetzt rechts von mir halten und freies Feuer auf den Flagger. Die stacken sich, die stacken sich. Komm, 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 komm. Ah ja, und so zurück, man kommt zum Corner. Kommt, wir haben den Vorteil, dass wir jetzt klein sind. Wir sind klein, wir sind dynamisch, wir sind peppig, wir sind pfiffig. So, hier am Corner pfiffen. Nachladen. Ich wusste es. Ich hab dich so rot angemalt gesehen. Ich dachte mir, okay. Ja, wir können hier nicht respawnen, ne? Jawohl. Meine Güte, also ich glaube, wir können durch. Ich mag mich noch, wie einer verfolgt und der Rest schon schießt. Ja, ja, nee, das ist kein Puff oder so. Das soll so. Preiswurf auf die freie Chor. Los, 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 jetzt müsst ihr da reinballern. Jemand hat die Muskete nicht nachgeladen, Basti. Ich bin tot. Also ich habe oben drauf ein Camp gesehen. Oh, wirklich? Weiß aber nicht, ob. Ja. Geil. Ich weiß aber nicht. Schieß auf den Flagger. Und wie man da hinkommt. Gott schütze den Kaiser! Vielleicht ist er ein Eingang auf der anderen Seite, aber. Ich hätte jetzt eher gesagt, der ist innen drin und die haben jetzt den Indiana Jones Boulder da einfach hingesetzt. Da kommt jetzt nichts aus 59 rüber. Hey. So, in der 59 erscheint gleich eine Linie, also schießt mal da gleich alle. Hin. Ja, echt so, was seid ihr so langsam da hinten, for fuck's sake? Jetzt kommt der links Staffel, links von mir bilden, freies Feuer. Kommt Leute, ich warte. Ja, ist ja schön, dass du da wartest. Ich hab eine Massenschlägerei um die Schwerter. Alter, da war so ein riesen Blob und ich schieß wohin daneben. So gehört sich das. So gehört sich. Muskete, wie leicht. Die feindliche Linie geht, glaube ich, jetzt zu unserer Arme. Warte, schießen, zählt auf den Flagger, zählt auf den Flagger. Okay, den Flagger kann ich auch kriegen. Oh, oh, oh. So viel. Ah, daneben geschossen. Mindestens kein Teamkill gemacht. So, zieht man die Flagge zum letzten nur durch. Sie ist zum letzten nicht einfach Muskete droppen. Ich krieg mich aufgehoben. Alter. Oh mein Gott, die zwei letzten Gehirn sind Kehrtmarsch. Also unsere Jäger haben sich entschieden, da ist jetzt eine super. Geht mal ein Corner vor, geht mal ein Corner vor zum nächsten, kommt, komm, komm, push, 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 push. Hier auf den Flatspot, ein bisschen weiter nach oben. Und auf der Ecke. Sehr schön macht ihr das. Schön. Und das könnt ihr jetzt zurückfallen. Kommt zurück zum Corner. Ganz zurück. Ja, 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 ja. Oh, das kommt, jawohl, Rest von mir hier halten, Rest von mir. Ja, und hier Preisfeuer. Wow. Damn. Da hat da wirklich ein Loch in die Nähe gefetzt. Da war sauber. Komm, eine Fett. Oh, da kommt hier oben. Und jetzt Preisfeuer. Jetzt Preisfeuer, jetzt mach mal. Freikommen auf der oberen linken Seite von der Pyramide, darauf fokussieren. Erinnert ihr euch auch, wie die Ägypter die Pyramiden aus Plexiglas gebaut haben, deswegen geht auch jede Kugel durch. Never mind. Weiter schießen. So, ich habe ein Update, was unsere Fahne angeht. Okay. Gutes Update. Definiere Gutes. Lass mich raten, die Aliens haben dich angefunkt. Sie möchten ihre Fahne wieder haben. So in die Richtung, tatsächlich. Stell dir vor. Die Flagge war da und dann auf einmal sehe ich nur so ein Lichtstrahl und dann wurde sie hochgebeamt. Da haben wir halt nicht nochmal wieder spawnen können. Wie wäre es mit einer Suicide Mission? Na, noch nicht, noch nicht. Noch nicht? Doch okay. Nicht. Na, wir müssen etwas vorglühen. Ach, ja, stimmt. Und. Ah, oh, schade, der Witze kam gut ansonsten. Seht so, dass sie halt euch nicht sehen. 3 Mann, schützen. 4, 5, 6, 7. Kommt von rechts. Und jetzt facen und schießen. Mit diesem Hinterhalt. Ja. Hättest ein bisschen näher kommen. Ja, aber ich wollte jetzt nicht, dass sie so nahe kommt, dass wir uns chargen können. So, wir werden sie gleich chargen. Versucht noch einen Schuss rauszudrücken, das müsste klappen. Komm, fuck, fuck, fuck. Und na, Midi. Oh, aber die machen Fick. Oh. Never war das kein Fick. Fucking Noobs. Komm, Leute, die holt ihr euch easy. Eine gute Nachricht, ich habe eine neue Flagge. Das war der falsche. Nice! Mein Buttermesser ist größer als deins. Ich dachte gerade, du wolltest etwas sagen wie mein Butter ist dein Messer. Gib mir mal dein Schwert. Lo, fast nicht das. Schwert.
Komm, Basti! 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 Du! Monster! Ich warte einfach an der Pyramide auf euch. Ja, wo bist du ungefähr an der Pyramide? Am Stein. Okay, dann renn mal links rüber. Preisverhalten. So, ihr rennt hoch, ich hol mir eine Moskete. Komm. Hoch und freies Feuer. Auf die Fahne, wenn du gehst. Komm, freies Verhalten, mir nach. Buddy in your channel timed out. Runter. Ist ein wildes Tier, muss man sagen. Heiß mit dem Link. Das Internet von Telekom. Da bestehe ich mit meinem Namen. links von mir Staffeln, also hochstaffeln und dann halten und freies Feuer. Ich frage mich, wie man aber den Stein da bewegen könnte. Müsste man vielleicht so C4 platzieren? Glaubt ihr, dass das so eine Möglichkeit wäre? Das würde helfen, ja. Ich glaube, damit könnte man ihn vielleicht so aufsprengen. Also ich kann mir auch eigentlich was anderes gar nicht vorstellen, außer wenn man jetzt eine Art hier irgendwie davor packt. Oh, ist aber ein Schuss. Mit viel Zeit und Handarbeit kriegst du den auch klein. Kannst dein Ding wohl spalten. Ja, Mist, wo ist die Axt hin? Ich bin ja kein Experte, aber das sieht nach Hartenstein aus und Pyramiden. Auch viele wurden aus Sandstein gemacht. Da kannst du ja besser durch den äußeren Stein gehen. Das war Steinkunde mit Basti. Ja, so, also auf ein die Linie bisschen kenne ich mich ja auch in dem Gewerbe aus. Auf die Linie reicht. Wir wollen eigentlich auf die Linie auf 12 Uhr schießen, aber ja, jetzt schießt er auch auf die Freikost. Wir haben uns gesehen. Schöner Schuss. Auf den Fäger. Ah, ich so. Hä? Ja, ich auch. Platz hinter ihm. Auch fairerweise sagen muss, wenn man 60% Luftfeuchtigkeit bei 40 Grad im Schatten hat, dann braucht man auch eine Klimaanlage. Ja, das stimmt. Also mit beiden halt, also die jetzt gut isoliert sind einerseits und halt dann, also jetzt energiesparsamer sind, als irgendetwas, wo du halt jetzt so ein AC den ganzen Tag laufen lässt, links Staffeln. Wir haben keine Tickets mehr. Und links von mir halten Preisfeuer. So Leute, jetzt zählt es. Also diese Runde war die Schussleistung irgendwie intrigant, beunruhigend. Aber nicht so jetzt beunruhigend, dass man beunruhigt ist, mehr so fragend erweckend. Diese Runde nicht so viel getroffen wie den vorherigen. Schön gemacht. Alter, meine Maus. What the fuck? Oh. Ich hab ein Haar auf der Maus. Lanze. Nice. Ich hab ein Haar auf meinem Mauslaser, deswegen geht meine Maus gerade diagonal. Fuck. Okay, Haar entfernt. Ich mach unten. Entschuldige mir. Na, ah, ich hab's versucht. Ich dachte mir, dafür, dass er dich jetzt gekillt hat, muss ich ihn mindestens mit den Händen töten.